Also zu Unlimited Detail, dieser Technologie, kann ich nur eins sagen. Also wir haben selbst vor circa 7 Jahren bereits, mit Point Cloud Rendering ist das ja nichts anderes, schon recherchiert gehabt. Und das war durch Far Cry Zeiten damals. Und da hatten wir auch mal so einen Tiger eingebaut als Test in einem Dschungel, wie das aussehen würde, wenn man es in Point Clouds rendert. Damals war es ja noch zu langsam. Allerdings ist es in der Tat so, dass heutzutage meiner Meinung nach ein guter Point Cloud Renderer tatsächlich funktionieren kann. Ich hatte es ja sogar in meiner Future of Gaming Graphics Keynotes, die ich ja ein paar Mal weltweit auch gehalten habe, auch erwähnt, dass Point Cloud Rendering durchaus alternative Rendering-Technologien sind, die sehr, sehr wahrscheinlich mit der Next Generation Plattform auch aktiviert werden können. Jetzt, ob das heute schon aktiv in einem Spiel laufen kann? Nein. Also Point Cloud hat noch sehr viele Baustellen. An sich zu rendern, ja. Aber dann Physik, Animation, Game Logic, also die ganze Akustik-Reflections und. Also wenn es um Sounddesign geht zum Beispiel. Da sind noch sehr viele Baustellen offen, inklusive Tool-Pipelines. Ich meine, die ganze Industrie momentan ist ausgelegt auf Polygone. Und das müsste man eigentlich Stück für Stück erstmal ändern. Also definitiv glaubwürdig. Also ich zweifle nicht an der Technologie, dass es nicht existiert. Also ich muss auch sagen, Hut ab, dass sie es so weit gebracht haben auch. Das ist ein kleines Thema. Aber es ist nichts, was mich überrascht hätte jetzt auch. Ich denke, dass die Zukunft bezüglich Computergrafik sehr spannend ist, weil Point Cloud Rendering eine der Alternativen ist. Es gibt auch Ray-Based Rendering, das nennt sich Render Everything You Ever Saw, also die Abkürzung. Das ist was, was Pixar und auch DreamWorks benutzt. Es gibt auch Voxel-Objekte, also Voxel-Tracing in dem Sinne oder Path-Tracing. Also es gibt alternative Möglichkeiten. Also ich denke persönlich, die Zukunft, die pragmatischer ist, also kurzfristig, liegt irgendwo zwischen Polygonen und Rays und vielleicht ein Hybridmodell. Und wir haben aber auch schon mit Point Cloud, wie gesagt, experimentiert. Noch denke ich, ist zu früh, aber auch die Resultate sind sehr, sehr vielversprechend. Und ich denke auch zum Beispiel ein sogenanntes Sparse Voxel Log Tree oder Sparse Voxel Objects sind sehr, sehr wahrscheinlich, aber auch sehr statisch, genauso wie Point Cloud Renderings. Wenn man dynamische Welten erzeugen möchte, müsste man auf Polygone und Rays basiert setzen. Und wir sind daran, eigentlich in diese Richtung zu recherchieren mehr.